Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Aggressors Ancient Rome mit Massilia in einer äußerst schwierigen Situation mit einem, ja, großen Zwei-Fronten-Krieg gegen Karthago und leider unseren alten Freund Rom, der uns hier ziemlich geschwächt hat. Also ich weiß nicht, wie lange wir Genua halten können. Und wir müssen hier noch eine Runde warten, bis hier unsere neue Einheit fertig wird. Und dann müssen wir eigentlich schon wieder eine Einheit machen, aber wir haben noch kaum Bevölkerung übrig, also... Heieiei, Probleme über Probleme. Mit Athen haben wir Handelsabkommen. Mit den ADE. Mit Sparta. Ich hoffe, dass die Nahrung gesichert ist. Sparta bietet Bürger an, sehe ich gerade. Schauen wir mal, ob wir da noch einen Handel machen können. Zwei Bürger. Und was haben wir? Kohle haben wir auch keine mehr. Gold haben wir auch keins mehr. Holz. Oh ja, Holz haben wir. Holz haben wir sogar eine Menge. Biete ich euch da drei an für zwei Bürger? Ja, biete ich euch sogar an. Und wir machen einen Gegenvorschlag. Vielleicht kriegen wir noch eine bessere Sache hin. Okay. Das wäre echt gut, wenn wir dadurch Bevölkerung bekommen könnten. So, ich glaube, wir haben hier alle Bewegungen schon gemacht. Ja, haben wir. Du hast dich auch schon bewegt. Perfekt. Dann, liebe Freunde, oje, können wir die nächste Runde und sind gespannt, was Rom machen wird. Wird Genua fallen? Oder wird es noch einmal tapfer verteidigt werden von den Peltasten Genuas? Ui, die Römer greifen hier weiter die Adiei an. Sie breiten sich also auch im Osten weiter aus. Unaufhaltsam auch von Süden, von ihrem Brückenkopf in Epirus greifen sie ebenfalls die Adiei an. Und jetzt werden wir angegriffen von der Legionärseinheit. Ja, wir konnten noch bestehen, aber einen zweiten Angriff. Oh, wir haben uns zurückgezogen, verdammt. Ah, okay, es gab keinen zweiten Angriff. Wir haben überlebt, unsere Einheit hat überlebt, das ist wichtig. Aber wir haben uns aus Genua zurückgezogen. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Okay, die Adier haben noch einige Krieger, die hier sich bewegen, okay. So, hier ist jetzt unsere neue Peltasteneinheit, aber leider halt ohne Verteidigungswert. Ja, genau, Friedensangebot wurde leider abgelehnt. Ich werde es weiterhin probieren. Ich werde ihnen wieder Frieden schicken. Ja, zwei Holz gegen zwei Bürger, machen wir. Dankeschön. Ja, natürlich. Handelsrouten werden gestohlen. Nach Athen auch. Ja, Karthago hat richtig viel Handel gestohlen. Heieiei, das ist viel Handel, was da wegkam. Heieiei, die ganzen Karawanen, das ist nicht gut. Okay, wir haben Bevölkerung. Okay, das sieht bis jetzt noch alles ganz gut aus. So, die Einheit hat eigentlich keine Chance mehr. Die müssen wir heilen. 945, die müssen wir irgendwie... Weil die Frage ist, ob sich das lohnt, sie zu heilen, aber ich denke schon. Wir müssen aber Genua weiterhin verteidigen. Wir haben dort einen Geländebonus von plus 20. Und deswegen würde ich tatsächlich trotzdem mit der Peltasteneinheit da jetzt hingehen, mit der frischen. Allerdings natürlich, ja, die kriegt halt, die kann noch keine Verteidigung machen. Aber ich will versuchen, solange es geht, Genua zu heilen. Die sind ja jetzt auch schon mal ein bisschen geschwächt, das ist ja positiv. Okay. So, jetzt, tja, was machen wir jetzt mit der Einheit dort? Die können wir aktuell nicht heilen, weil sie zu wenig Bewegungspunkte hat, das ist ärgerlich. Wir könnten sie nach Nikäa zurückziehen, wir brauchen aber in Nikäa direkt wieder eine neue Einheit. Peltasten. Boah, das ist richtig teuer. Wir haben bald keine Bevölkerung mehr. So, du ziehst dich aber tatsächlich nochmal nach Nikäa zurück. Und wir hoffen, dass wir dich hier ein bisschen heilen können vielleicht. So, hier sind die Karthager zu dieser Mine gezogen. Wir hätten absolute Überlegenheit. Ja, hoffen wir mal, dass das wirklich so ist. Dann greifen wir jetzt da an. Ja, sehr schön. Wir konnten die karthagische Armee besiegen. Puh, endlich mal ein Triumph, Leute. Endlich mal ein Triumph. Durchatmen, würde ich mal behaupten. Okay, wir haben keine Bewegungspunkte mehr. Doch... Wir könnten... Nee, keine Bewegungspunkte, dann bleiben wir da mal stehen. Vielleicht können wir ja dann diese Mine für uns erobern. Das wäre stark. Dann könnten wir endlich mal wieder ein bisschen wachsen. Haben wir jetzt diese Goldmine überhaupt schon geholt? Nee. Naja, dann. Ja, damit. Meine Goldmine. Meine Goldmine, Freunde. Du darfst als nächstes da runter marschieren. Wir haben jetzt ein bisschen Gold auch wieder bekommen durch diese Eroberung. Wurde auch notwendig. Wir haben nämlich bald kein Gold mehr. Hier wird gerade noch eine Straße gebaut. So, was machen wir mit dieser Einheit?
Da ist die Moral nicht so hoch. Ja, die müssen wir halt mal heilen, ne? Die hat nur noch 1955 Männer. Wir machen mal hier Selbstheilung, bitte. Sehr schön. Und, ja, wir müssen einfach gegen die Römer durchhalten. Auch wenn unsere Einheit hier nicht so stark ist. Ja, wir könnten sie hier ins Gebirge stellen. Vielleicht wird sie da noch angegriffen von den Feinden. Das wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Allerdings haben wir jetzt ein bisschen Zeit uns hier erkauft. Hat die schon alle Spezialfähigkeiten? Schauen wir mal. Nein. Ah, schaut an. Dann werden wir mal die Verteidigung dieser Einheit noch stärken. Dann kann die später hier noch ins Gebirge und vielleicht hier noch unsere Verteidigung stärken, sodass wir die Römer abwehren können. Also meine Strategie ist tatsächlich, liebe Leute, so lange gegen die Römer verteidigen, bis sie hoffentlich irgendwann einen Frieden annehmen. Das ist unsere einzige Hoffnung, weil auf Dauer haben wir natürlich keine Chance gegen die Römer. Das ist klar. Okay. So, das sieht doch schon mal alles wieder deutlich besser aus. Wichtig ist tatsächlich die Nahrung. Die ist ganz wichtig. 7,2 Nahrung. Die merken wir uns jetzt mal und gehen in die nächste Runde und schauen, wie viel Nahrung wir dann haben. Weil das Problem ist halt, dass unsere ganzen Handelsrouten teilweise bedrängt werden, von den Feinden geplündert werden, vor allem von den Karthagern. Mit denen hätte ich ja auch nichts dagegen, jetzt Frieden zu schließen, ehrlich gesagt. Ja, und da greifen uns direkt die Römer an. Oh, das gibt einige Verluste, aber wir konnten uns ganz wacker schlagen scheinbar, okay. Zum Glück haben die Römer ja einige ihrer Truppen hier im Osten. Die können gegen die ADI triumphieren und greifen direkt diese Stadt auch an. Ich meine, je länger die sich hier abtun, die Römer, je länger die hier Zeit verschwenden, umso besser. Jetzt haben sie leider nochmal eine Einheit dahin gebracht. Und hier nur eine Siedlereinheit der Karthager, das ist kein Problem für uns. Ein Problem wird tatsächlich sein, unsere Einheit wurde ja jetzt angegriffen, unsere neue Peltasteinheit in Genua. Und deswegen können wir sie jetzt auch nicht in eine Verteidigungsposition bringen, weil sie keine Bewegungspunkte mehr hat. Ja, die Römer wollen immer noch keinen Frieden. Ich werde es denen nochmal schicken. Willst du ein Friedensangebot von Epirus annehmen? Ich glaube nicht, weil Epirus ist im Krieg mit Rom und Karthago. Wenn ich da jetzt Frieden schließe, würde das, glaube ich, hier unsere Beziehungen verschlechtern. Also sagen wir nein. Willst du den Frieden mit den iberischen Stämmen beenden aufgrund der Forderung von Sparta? Nein, auf keinen Fall. Das kann ich mir jetzt nicht leisten. Ich habe schon zu viel Krieg. Zusätzliche 4,3 Wissenspunkte wurden gesammelt. Das ist doch mal gut. Die Gelehrten, die aus fernen Ländern kamen, brachten ihre Erfahrung und ihr Wissen über Dinge mit, die in unseren Ländern noch nicht bekannt sind. Sehr schön. Ja, die klassischen Überfälle, aber es geht. Oh, doch, 77%, das ist hart. 70%. Eieiei, 95%. Und unsere Loyalität ist nur noch auf 54%. Wie kann denn das sein? Achtet auf Ressourcenmanagement. Das habe ich eigentlich ganz gut im Griff. Vermeidet den Handel mit Sklaven. Haben wir, glaube ich, nicht. Ja, gehe gut vorbereitet in den Krieg. Naja. Hohe Armeemoral. Ja, ein Gefühl der Sicherheit. Puh. Ja, läuft nicht so gut. Läuft einfach nicht so gut. Erholung in einer Runde. Angriffsstärke, das wäre nicht schlecht. Das kostet aber wieder 2,8 Bevölkerung. Aber ich glaube, unsere Einheit hier, die wird nicht lange durchhalten, oder? Nee, die hat nur noch 4.400 Soldaten. Die könnte in der nächsten Runde schon weg vom Fenster sein. Und dann haben wir in Nikea noch keine neue Einheit. Deswegen würde ich fast die hier mal ein bisschen stärken. Und auch dafür Ressourcen und Bevölkerung ausgeben. Ja, doch, das machen wir. So, du brauchst tatsächlich keinen Angriff aus meiner Sicht. Wichtig ist, dass du gut verteidigen kannst. Ah, da hoch kommst du nicht in einer Runde. Ja, packe ich dich nach Genua, aber dann hast du keinen guten Geländebonus. Packe ich dich erstmal dorthin. Okay, auch wenn es hier kein Gelände, also wenn es hier sogar einen Geländemalus gibt. Ich packe die Einheit trotzdem schon mal dorthin. Ja, das ist, glaube ich, sinnvoll. Okay, hier diese Siedleinheit können wir wieder angreifen. Absolute Überlegenheit. Leider kostet uns das wieder einen Bewegungspunkt. So, die Frage ist, haben die hier neue Einheiten schon rekrutiert? Wieso haben wir jetzt 1000 Männer verloren? Das waren doch nur Siedler. So, wir können uns wieder nicht bewegen. Oh Mann, das war jetzt aber ärgerlich. Die Einheit muss weiter geheilt werden, ganz wichtig. Die werden wir vielleicht auch noch im Osten brauchen. Ja gut, machen wir selbst die Bewegungen hier herunter.
Das ist auch noch Averni, egal. So, wir gehen jetzt mal hier runter. Hat die Siedlereinheit hier schon fertig gearbeitet? Ja, ich glaube schon. Jetzt ist die Frage, wollen wir sie hier mit der Eisenmine erst oder mit der Goldmine verbinden? Ich glaube, Gold ist tatsächlich gerade ein Problem bei uns. Apropos Nahrung, wir haben mehr Nahrung bekommen. Also wir hatten 7,2, wir haben mehr, aber Gold ist tatsächlich ein großes Problem, weil wir so viele Armeeeinheiten aktuell haben. Deswegen baue ich mal eine Straße zur Goldmine, dass wir die besser verbinden. Tja, und ich hoffe irgendwie, dass unsere Zufriedenheit wieder steigt, weil das gefällt mir überhaupt nicht. Das gefällt mir gar nicht. Ja, der Osten wird nicht lange durchhalten. Ah, ich hätte am Anfang doch diese Verteidigung machen sollen. Habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist... Aber wir halten doch bestimmt noch 3 Runden durch, oder? Das ist jetzt die Frage. Wenn eine Einheit diese Peltaster-Einheit besiegen kann, kann die andere Einheit Genua erobern. Dann wäre das jetzt eine Verschwendung an Ressourcen. Aber wenn wir hoffen, dass unsere Einheit 2 Angriffe standhält, oder selbst wenn sie nach 2 Angriffen stirbt, dann gibt es Genua noch. Und Genua können wir wieder verteidigen. Ich glaube, wir investieren das. Und hoffen, dass es sinnvoll ist. Okay, okay, okay. Ja, wir haben, glaube ich, wieder alles Wichtige gemacht. Bevölkerung, ja, könnte natürlich alles besser sein, aber ist in Ordnung. Wie viel kostet das? War hier sehr teuer, oder? Ja, ja, 114 Einfluss. Sagunto. Ja, ist karthagisch und 179 Einfluss. Das haben wir alles leider nicht. Ja, und hier oben sind noch die Kelten. Leider haben wir diese Minen nicht. Die wären wichtig. Okay, wir gehen nochmal in die nächste Runde. Und hoffen einfach das Beste. Dass die Römer uns nicht platt machen im Osten. Aber es steht nicht so gut um uns, Freunde. Es steht nicht so gut. Oh, die eine Einheit. Ja, sie ziehen sich zurück, Freunde. Oh Gott, sie ziehen sich zurück. Könnte das vielleicht sogar bedeuten, sie haben unseren Frieden angenommen? Das wäre jetzt echt wichtig. Das wäre jetzt richtig wichtig. Das könnte ein Wendepunkt in diesem Let's Play werden. Puh. Oder haben sie sich einfach nur taktisch mit ihren Einheiten zurückgezogen? Wir werden es gleich sehen. Ja, Freunde! Ich glaub's nicht. Friedensvertrag wurde erfolgreich mit der Römischen Republik unterzeichnet. Wir haben wieder einen Frieden mit den Römern. Wir müssen sofort handeln. Natürlich. Also Handel treiben, aber handeln auch. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, wir haben zwar aktuell genug Nahrung, aber ich glaube, man kann nie genügend Nahrung haben. Machen wir mal so und so. Zack. Das machen wir mal. Und Steine. Ja, Steine sehen eigentlich aktuell auch gar nicht so schlecht aus. Können wir trotzdem ein bisschen handeln. Und dafür gibt es mal... Ups, nicht so viel Holz. 3 Holz. So. Sehr schön. Übermitteln wir das erstmal. Ja, die Karthager überfallen wieder alles. Das ist mir jetzt egal, weil ich freue mich. Wir haben hier nämlich Genua erfolgreich verteidigt. Es lief besser, als ich das erwartet hätte, Freunde. Dafür haben wir jetzt ein bisschen viele Militäreinheiten, weil ich nochmal eine gebaut habe, aber egal. Gut, das heißt, wir können wieder Richtung Westen gehen. Dann schicke ich die Einheit gleich mal wieder nach Westen zurück. Die darf mal die Verteidigung stärken. Wir haben leider gleich kein Gold mehr. Also wir haben Goldprobleme. Vielleicht sollten wir, können wir mit jemand anderem nochmal ein bisschen Gold erhandeln. Bietet jemand? Ja, sonst bietet kaum jemand Gold an, oder? Wer ist denn am... Die sind alle so weit weg. Fragen wir mal bei... Nee, die wollen Gold haben. Man kann es ja mal probieren. Was haben wir denn noch? Wir haben sonst nicht so viele Ressourcen. Kohle aber haben wir ein bisschen. Probieren wir es einfach mal. 2 Gold gegen 1 Kohle. Sehr schön. Diese Einheit, die soll sich jetzt mal auf normale Weise wieder heilen. Bitte. Danke. Okay, damit ist der Osten gesichert. Ich kann das jetzt glauben. Gar nicht glauben, Freunde. Ich bin mal wieder guter Dinge. Schöne Sache. Richtig, richtig schöne Sache. So, wir werden jetzt hier mit den Nomaden alles weitere erobern. Das ist noch unbekanntes Gebiet, das werden wir für uns erobern. Okay, hier haben wir noch, hier kriegen wir gar keine Einschätzung. Wenigstens keine richtig übersetzte Einschätzung. Du musst dich nochmal heilen. Ja, wir könnten es mit der Einheit hier probieren. Ah, verdammt, wir hätten hier eine Angriffsstärke noch machen müssen. Ah, ärgerlich. Ja, komm, das werden wir machen. Wir investieren jetzt langfristig in unsere Einheiten und wollen die Angriffsstärke erhöhen. So, absolute Überlegenheit. Wagen wir es? Ich glaube schon. Wir rücken auf die Eisenmine vor und erobern die Eisenmine für Massilia.
Und dann bin ich gespannt, was wir hier sehen. Hat Karthago noch große Armeen hier stehen oder nicht? Keine Verluste, das ist gut. Wir sehen leider nicht so viel, wie ich es mir wünschen würde. Wir müssen das Ganze hier reparieren und jetzt haben wir kein Gold mehr. Das ist tatsächlich nicht so gut, weil wenn wir jetzt hier Gold verlieren, weiß ich nicht, was das dann heißt. Ich müsste, glaube ich, sicherheitshalber nochmal Gold auch von den Adier versuchen zu handeln, auch wenn die das auch haben wollen. Ich biete euch eine Kohle und ein Holz, Freunde. So. Gold ist aktuell leider wirklich ein Problem, weil wir einfach zu viele Einheiten haben und zu wenig, ja, Goldminen und Städte, die da oben wäre gut gewesen. Aber egal. Ich würde sagen, wir haben alles bewegt, wir haben alles getan. Du arbeitest noch. Wir gehen in die nächste Runde und hoffen, dass wir jetzt nicht in den Goldmangel kommen. Ich weiß gar nicht, was das dann zu bedeuten hätte. Aber normal müsste doch jetzt unsere Zufriedenheit wieder steigen. Wir haben Frieden mit den Römern. Das ist eine sehr, sehr positive Sache. Da können wir auf jeden Fall sehr zufrieden sein. Die Frage ist, wie lange werden wir Frieden mit den Römern haben? Das wird sich, denke ich, zeigen. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt handeln mit ihnen und dass wir unsere Beziehungen mit ihnen verbessern. Aber wie wir hier sehen, konzentriert sich Rom auf den Osten. Und darüber sind wir sehr froh. Oh nein! Eine weitere Flotte Karthagos, aber keine Armee ist gelandet. Das kann aber noch kommen. Adier stürzt sich mal wieder tapfer in die Schlacht gegen Rom. Hat aber keine Chance, auch gegen eine geschwächte römische Legion. Aber sie ziehen nochmal nach mit einer weiteren Armee. Aber auch die hat keine Chance gegen die Legion. Das gibt's ja gar nicht. Und sie greifen aber weiter an. Sie wehren sich wie die Löwen, diese Adier. Aber gegen die römischen Legionen haben sie keine Chance. So. Eine neue Technologie, die Monarchie wurde erforscht. Das wurde auch Zeit. Handelsangebot. Oh, für ein Holz kriegen wir 3 Nahrung und 1 Stein von den Römern. Mache ich. Handel hier wurde abgelehnt. Das, der Handel hier ist möglich mit den Adier. Eine Kohle für 2 Gold. Perfekt, mache ich. Ja, ja, Banditen können ja wieder alles machen. Ja, es gibt einen neuen Regierungstyp. Wir könnten zur Monarchie wechseln. Ja, aber Bevölkerungswachstum würde davon negativ beeinflusst werden. Das wollen wir nicht. Wir bleiben mal beim aktuellen System. Ja, die Loyalität, ich weiß, aber ich hoffe, dass die jetzt wieder steigen wird. Bevölkerung ist auf jeden Fall schon mal gestiegen. Das ist positiv. Und die Nahrung steigt ja auch. Bevor ich es vergesse, wollen wir gleich mit den Römern weiter handeln. Handel treiben. Ja, Gold nehme ich euch gerne ab, Freunde. Na, nicht so viel. Wir müssen ja nicht übertreiben. 4. Steine. Ja, Steine könnte ich auch noch mal ein bisschen mehr gebrauchen. Und ich biete euch eine Kohle. Und 2 Bretter. 2x Holz. Schauen wir mal, ob sie das annehmen. Gleichzeitig würde ich gerne versuchen, bessere Beziehungen mit den Römern zu machen. Ich glaube nicht, dass sie alles auf einmal annehmen, aber ich probiere es mal aus. Vielleicht machen wir später nochmal geringere Angebote, niedrigere. So, die Einheit hat alles was ist hier los? Ah, wir haben nicht genügend Gold. Wir haben nicht genügend Gold. Was ist eigentlich in Genua? Da können wir aktuell nichts rekrutieren. Jetzt würde ich gerne die andere Einheit nehmen. Danke. Weil die muss ich erstmal noch weiter heilen. Dann bleibt der Rest hier eben erstmal stehen. Ah, jetzt kann ich auch den Angriff nicht machen, weil ich hier auch kein Gold habe. Das ist schlecht. Okay, das heißt, wir warten dort. Und ich bin unsicher, ob wir uns hier vorwagen sollten. Ich glaube nicht. Wir werden uns erstmal hier heilen. Und du darfst jetzt mal hier rüber marschieren. Ja, und in der nächsten Runde hier noch dieses Gebiet für uns erobern. Und den Loser werden wir Stück für Stück einschließen und hoffentlich dann auch erobern können. Sehr gut. Du wirst wieder geheilt, bitte. Okay, dann läuft das doch jetzt schon alles deutlich besser mit Massilia, wie gedacht. Wir könnten auch mal hier nach Norden dann wieder schauen. Wir haben ja jetzt die Einheiten, fällt mir gerade auf. Die habe ich auch gar nicht mehr geheilt hier, aber wisst ihr was? Wir gehen mal dorthin. Ach, ich, doch, hier hoch kann ich sogar. Aber erst in der nächsten Runde, okay. Dann gehe ich sicherheitshalber mal mit der Armee dorthin. Nur, dass die Römer jetzt nicht denken, sie können uns wieder angreifen.
Dann könnten wir vielleicht sogar gegen Novara ziehen. Okay, das alles und vieles mehr wird es dann in der nächsten spannenden Folge geben bei Aggressors Ancient Rome mit Massilia. Bis dahin, alles Gute, euer Gaius Julius Caesar.